Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe wieder was aus meiner Packstation abgeholt von der lieben Petra. Mal gucken, was sie mir Schönes geschickt hat. Sie hat gesagt, was von meiner Wishlist. Und ich habe es schon aufgerissen. Aber ich sehe noch nicht, was es ist. Wir gucken mal. Bild schauen wir gleich an. Wir gucken erstmal Steinchen und Toolkit. Das ist ein ganz einfaches Toolkit. Grünes Stiftchen, ein kleines Wachs, pinker Stift, ohne Aufsätze, ohne Tüten, ohne irgendwas. Und wir haben runde Steine. Die schauen so aus. Das sind Acrylsteine. Das könnt ihr hier an diesen Löchern im Hintergrund sehen. Also von der Seite, wo man es draufklebt. Da sind immer so kleine Löcherchen drin, wenn das Acrylsteine sind. Dunkle Farben. Hier ist ein bisschen blau. Hier sieht aber auch nochmal grau und schwarz. Ja, das stand tatsächlich auf meiner To-Do-Liste, wollte ich gerade schon sagen, auf meiner Wishlist drauf. 21 Farben haben wir hier. Ich brauche gerade keine DMC-Nummer, macht aber nichts. Und es ist die Frau mit dem Wolf. Hier oben bist du, glaube ich, noch. Das ist eine Eule und den Mond im Hintergrund. 30 mal 40, das steht hier oben. Ja, das sind die Farben. Wir gucken mal den Druck. Hier ist der Druck so, lala, könnte besser sein. Hier ist er aber gut zu erkennen. Das ist das E, das ist nicht gut zu erkennen. Also der Druck ist so lala, aber man kann das auf jeden Fall, also man sieht es schon, aber es hat jetzt kein super scharfer Druck. Ich denke mal, wenn man hier mit Leuchtpad arbeitet, also mit dem Lichtpad, sollte das ganz gut klappen. Obwohl das super klein ist und wenn ich jetzt so drauf gucke, erkenne ich nicht so viel. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht, wenn ich es gepainted habe. Das wird schon relativ pixelig sein, aber ich finde trotzdem, dass es ganz hübsch aussieht und auch in der Kamera kommt es ganz gut rüber. Die hat nämlich hier noch einen Wolf auf dem Arm. Die Frau. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Man könnte hier oben zum Beispiel wieder mit Leuchtsteinen arbeiten. Hier im Mondbereich. Aber ich denke mal, das werde ich hier nicht machen. Ich werde das entsprechend einfach nach den Farben nur painten. Aber in der Kamera kommt es auf jeden Fall sehr, sehr gut rüber. Und obwohl es sehr klein ist, finde ich, erkennt man es eigentlich wirklich gut, muss ich sagen. Ah ja, das stand auf meiner Wishlist drauf. Sehr, sehr schön. Ich freue mich total. Die Leinwand glitzert übrigens, aber ich weiß nicht, das kann man immer so schlecht in der Kamera zeigen. Ich glaube, da oben konnte man es ein bisschen gerade erkennen. Guck mal, Klebkraft. Klebkraft ist okay. Ist eigentlich ganz gut, ja. Ist von Amazon das Bild, ne? Bei Amazon Prime. Ne, Klebkraft ist wunderbar. Also der Druck könnte jetzt noch ein bisschen besser sein. Und klar, gerne auch größer das Bild, aber ich finde, man kann es trotzdem erkennen. Und dafür finde ich es eigentlich ganz gut. Also es gefällt mir da sehr, sehr gut. Und ich mache ja momentan sowieso gerne mal kleine Bilder zwischendurch. Einfach mal als Abwechslung zu großen Bildern. Und da eignet sich sowas einfach sehr, sehr gut, weil man das einfach mal zwischendurch machen kann. Ja, das war's auch schon wieder von mir. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.